I am the Jochen und das ist der Frühsport für Sonntag, den 9. Juli 2023. Schönen guten Morgen heute nochmal hier aus St. Goarshausen am Rhein. Morgen dann wieder in gewohnter Umgebung, aber heute nochmal mit der etwas abgespeckteren Notversion, sage ich mal. Aber das Wichtigste ist drin, das kann ich euch versprechen. Wir starten mit Tour de France. Gestern gab es die 9. Etappe, Sieg von Mats Pedersen, diesmal knapp vor Jasper Philipsen. Der hat es also diesmal nicht geschafft zu gewinnen, das macht es aber auch interessanter, finde ich. Und Mark Cavendish wird es leider gar nicht mehr schaffen zu gewinnen. Der ist nämlich gestürzt und sich Schlüsselbein, glaube ich, gebrochen. Und damit ist er raus aus der Tour und damit ist er auch raus aus seiner Rekordjagd gegenüber Eddy Merckx. Der war ja sein großer Traum, noch eine Etappe hier zu gewinnen dieses Jahr. Und dann wäre er der alleinige Tour-Etappensieger von der Anzahl her gewesen, der Rekord-Tour-Etappensieger. Schafft er nicht alleinig, aber er steht mit Eddy Merckx zusammen an der Spitze. Und ganz ehrlich, es gibt Schlechteres, als mit Eddy Merckx zusammen an der Spitze der Tour-Etappen-Siege-Anzahl zu stehen. Wir gucken mal, welches Hammer-Ding da heute auf die Fahrer wartet. Wir starten relativ harmlos. Ne, da kommt Zwischensprint werden, immer so ein bisschen hoch und runter, ein bisschen Geplänkel da, zweimal vierte Kategorie Bergwertung, einmal dritte Kategorie. Das ist alles noch nichts Schlimmes, aber guckt euch bitte das Ende an. Da geht's hoch auf den Puy de Dôme und das ist halt richtig böse. Hier unten im Tal wird gestartet und man sieht schon am Profil, am Verhältnis vom Profil, wie krass steil es da hochgeht. Höchste Kategorie, Bergankunft und auch dieses letzte Stück, das ist ja einfach nur noch brutal. Gesamtwertung wird heute also gemacht werden. Ganz gewaltig. Ich bin mal sehr gespannt, wer da diesmal sich besser in Form zeigt. Wir haben ja an der Spitze Pogacar und Vingegaard, nee, Vingegaard vor Pogacar, so momentan. Ich habe keine Ahnung, wer da heute derjenige ist, der da besser durchkommen wird. Finden wir es raus, indem wir es einfach gucken, würde ich sagen. Und zwar wahlweise auf Eurosport 1. Da wird ab 13 Uhr die Etappe übertragen. Oder alternativ könnt ihr gucken auf Sportschau im Ersten. Die haben ein Mammutprogramm vor sich. Die starten nämlich schon um 10 Uhr. Und dann gibt es 10 Stunden lang Sport im Ersten. Und zwar die Finals wieder. Da gibt es den letzten Tag diesmal mit den deutschen Meisterschaften, unter anderem auch die deutsche Tischtennismeisterschaft. Borussia Düsseldorf gegen Saarbrücken, der Klassiker, die wird ausgetragen. Da waren die Halbfinals schon im Mai. Jetzt haben wir Juli, jetzt haben sie sich extra das Finale aufgehoben für die Finals. Da wird es gespielt, ab 13 Uhr geht's los. Wer mehr Sport gucken will, als das, was im Ersten in diesen 10 Stunden darunter gekloppt wird, der guckt in die Livestreams auf sportstudio.de und auf sportstudio.de und da werdet ihr richtig gut versorgt werden. Das kann ich versprechen. Der Blick geht natürlich nach Wimbledon. Da ist gestern mit Alexander Zverev der letzte Deutsche im Einzel ausgeschieden. Glatt in drei Sätzen gegen Berrettini raus. Tsitsipas weiter, Rune weiter, Alcaraz und Medvedev ebenfalls weiter. Also das waren dann doch die Favoriten, die sich ja durchgesetzt haben. Aus diesen Runden bei den Damen Sabalenka eine Runde weiter, Jabeur eine Runde weiter, Rybakina eine Runde weiter. Im Damendoppel Laura Siegemund zusammen mit Vera Sonja Reber. Eine Runde weiter kommt Tatjana Maria leider draußen im Damendoppel. Und wir schauen mal auf die Highlights von heute. Was gibt es da Schönes? Jetzt ohne deutsche Beteiligung, macht nichts. Wir finden trotzdem noch irgendwas. 12 Uhr geht's los wieder auf Eurosport, auf Sky mit der Übertragung. Rublev gegen Bublik gibt es zum Beispiel. Dann haben wir Sinner gegen Galan. Djokovic gegen Hurkacz. Das sind so ein paar Spiele bei den Männern. Im Damen-Einzel biete ich euch an. Iga Świątek gegen Belinda Bencic zum Beispiel. Pegula spielt gegen Zurenko. Und was haben wir im Doppel aus deutscher Sicht? Also alles wieder unter dem üblichen Wimbledon Aber, wenn denn gespielt werden kann. Ne? Marta Mies sollten heute spielen im Herrendoppel oder könnten heute spielen. Ich sage es mal ganz, ganz vorsichtig. Gravitz Pütz könnten heute spielen im Herrendoppel. Es könnte aber auch beispielsweise Siegemund Sonja Reber gleich wieder spielen heute Mittag. Werden wir sehen. Ich denke, bis Ende der Woche ist dann endlich alles wieder sortiert. Und dann sind wir auf dem Laufenden und dann kann ich euch sagen, wie es dann, sagen wir mal, Achtelfinale müssten wir eigentlich wieder ein bisschen klarer sehen können. Sky Tennis, Sky Sport, Sky alles. 12 Uhr geht's los. European League of Football, da hat die Frankfurt Galaxy gestern gewonnen in Mailand. Dass die Leipzig Kings am grünen Tisch verloren haben gegen Prag, hatte ich schon vermeldet. Heute gibt es 2 Spiele live auf RAN.de und im Fernsehen zu sehen bei ProSiebenMax. Und zwar um 13 Uhr gibt es die Panthers Wrocław. Die spielen bei den Hamburg Sea Devils und im Anschluss daran um 16:25 gibt es die Munich Ravens zu Gast bei den Rhein Fire. Also ein weiteres deutsches Duell, wenn ihr Lust habt, guckt da rein. Ich hoffe, ihr hört einigermaßen, weil hinter mir fahren dauernd Autos durch. Die sind ein bisschen laut. Ich hoffe, man kann hier alles verstehen. Aber wenn nicht, morgen wieder. England ist U21-Europameister. Herzlichen Glückwunsch, die gewinnen gegen Spanien im Finale mit 1:0. Damit dieses Turnier auch beendet. Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League 3:0 gewonnen gegen Kuba. Auch da schön mal einen Sieg einzufahren, aber es wird trotzdem nicht reichen für die Playoffs. Sie sind immer noch 7 Punkte dahinter, glaube ich.
Ich glaube, es sind nur noch ein oder zwei Spiele. Das würde nicht mehr reichen, denke ich mal. Aber immerhin ist es trotzdem schön, mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben. Unbestritten. Dann gucken wir zum Formel 1 Qualifying. Das gewann gestern in Silverstone Max Verstappen, völlig unüberraschend, vor Lando Norris und Oscar Piastri. Nico Hülkenberg auf der 11 und die DTM vom Norrisring. Da gab es ein Rennen, das am Ende der Südafrikaner Sheldon van der Linde gewinnt. Ganz knapp vor René Rast. Das waren noch ein paar Ergebnisse von gestern. Es gibt heute aber auch wieder Motorsport, wenn jemand sich dafür interessiert. Und zwar gibt es den großen Preis von Großbritannien aus Silverstone zu sehen. Und zwar ab 16 Uhr, wenn ich mich nicht sehr täusche hier. Auch da müsste sein auf Sky Formel 1 natürlich. Und die DTM vom Norrisring ab 13:30 Uhr. Da gibt es das zweite Rennen. Das gibt es dann bei den Kollegen von Pro7 zu sehen. Genau, Tour de France hatten wir schon. Die Finals, wie auch schon gesagt, Fußball. Ja, der Blick zum Gold Cup noch ganz kurz. Da laufen ja die Viertelfinals. Panama führt gerade gegen Katar. Heute Nacht, also vergangene Nacht jetzt gerade, war Mexiko, Costa Rica. Heute Abend um 23 Uhr Guatemala gegen Jamaika, wenn das jemand sehen möchte. Und in der Nacht auf Montag gibt es dann um 1.30 Uhr die USA gegen Kanada. Das ist dann nochmal so ein Highlight zum Abschluss des Viertelfinals. Und dann sind wir alle ein bisschen schlauer geworden. Das war's. Das waren so die Highlights, die ich hier verkünden wollte. Ich hoffe, es ist für euch dabei. Morgen dann wieder von zu Hause aus, wie gewohnt. Dann gibt es auch wieder die Umfrage zu einem weiteren Thema hier. Wie wollt ihr den Frühsport gerne haben? Machen wir alles morgen wieder. Danke fürs Zugucken, habt einen schönen Sonntag und bis morgen. Tschüss.